shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ihr kennt es doch bestimmt auch, ihr seid in irgendeiner öffentlichen Lobby, wo man die CEO-Aufträge machen kann, wo man die Lagerhäuser füllen kann und auch die Waren wieder verkaufen möchte. Oder ihr seid in irgendeinem Biker-Club und wollt da die Aufträge machen von euren Drogenlaboren und ihr bekommt es absolut nicht hin, weil die komplette Lobby euch abfacken möchte. Und wie ihr seht, ich bin jetzt gerade in einer öffentlichen Lobby und ich habe einen ganz, ganz super einfach mal leer bekommt, indem ihr einfach weiterhin in einer öffentlichen Lobby seid, aber alle anderen Spieler quasi aus der Lobby rausgeworfen werdet. Theoretisch werdet nur ihr die Lobby verlassen und seid dann alleine in einer öffentlichen Lobby. Und wie das Ganze funktioniert, ist wirklich super einfach. Ich weiß nur nicht, ob das Ganze auch für die Xbox One funktioniert und ich bin mir auch nicht sicher, ob es am PC funktioniert. Aber alles, was ihr an der PlayStation 4 machen müsst, ist einmal in euer Hauptmenü vom PSM-Menü reinzugehen unter Einstellungen. Danach geht ihr runter, einfach mal auf Datum und Uhrzeit, wählt dort das erste an, um Datums- und Zeiteinstellungen. Wenn ihr dann dort drin seid, geht ihr auf manuell einstellen, geht dann rüber auf Monat. Das ist ganz wichtig, dass ihr den Monat auswählt und klickt einfach mal einen Monat, ja, in die Zukunft. Danach drückt ihr zweimal die PlayStation-Taste, um wieder im Spiel zu sein und wie ihr seht, das Spiel gefriert völlig ein und ihr könnt eigentlich gar nichts mehr machen. Dann drückt ihr wieder ganz schnell zweimal die PlayStation-Taste, um dort wieder anzukommen, ändert das Datum wieder auf normal, also auf den 10. in dem Fall, geht wieder raus, drückt zweimal die PlayStation-Taste und wie ihr seht, verlassen alle anderen Leute das Spiel. Theoretisch verlässt nur ihr das Spiel, aber wie ihr dann seht, seid ihr dann in einer öffentlichen Lobby, seid dann komplett alleine. Und somit könnt ihr dann ganz in aller Ruhe komplett alleine eure Lagerhäuser für die CEO-Organisationen füllen und wieder verkaufen. Oder ihr könnt eure Biker-Aufträge machen, wie ihr gerade Bock habt. Also da stresst euch dann keiner mehr und ihr seid völlig alleine und könnt das machen, worauf ihr halt Bock habt. Jo, das war's auf jeden Fall mal von dem Video. Ich möchte mich erstmal auch bei euch allen bedanken, wie krass ihr im Moment unterwegs seid. Und ich habe jetzt über 12.000 Abonnenten, wirklich mega heftig. Und ich war jetzt auch 2 Tage lang nicht da, deswegen konnte ich auch leider keine Kommentare beantworten. Aber Jungs, ihr kennt mich, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich werde mir da ja eine ruhige Minute oder eine ruhige Stunde raussuchen, um mal auf die Fragen einzugehen, die ihr mir in den letzten Tagen gestellt habt. Ich bin aber absolut nicht hinterhergekommen. Nehmt mir das Ganze bitte nicht böse, ich versuche da weiterhin hinterherzukommen. Aber im Moment, ich war jetzt, wie gesagt, 2 Tage lang nicht da, war gar nicht in YouTube unterwegs, konnte damit auch keine Fragen beantworten. Nehmt es mir bitte nicht übel, ich werde es auf jeden Fall jetzt nachholen. Also heute oder morgen oder am Wochenende, je nachdem wie ich dazukomme, weil es sind ja schon ein paar tausend Kommentare gewesen, die ich jetzt bearbeiten muss. Und ja, nur damit ihr halt Bescheid wisst. So, ich bin jetzt an der Stelle raus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.